So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, was wir hier eigentlich wollen. Wir müssen, eigentlich wollte ich noch Akazie mitnehmen, aber das hat sich jetzt aber auch schon wieder erledigt. Naja, gut. Gucken wir am nächsten Mal. Wir haben ja Holz genug. So, erstmal die Werkzeuge wegtun. Oh Gott, 42 Bücher. Das ist ja schön. So, Ei brauchen wir. Oh Gott, wie viel wir haben. Mann, so viel Schwein, so viel Schwein. Ist hier noch einer? Den können wir in Betrieb nehmen. Oh, da ist noch 8. 20, 19. Hier, 24. Ja, mal gucken. Wir haben so viel Fleisch jetzt, ne? Ist unglaublich. Die beiden Öfen muss ich in Betrieb nehmen. Haben wir da noch Kohle oder sowas? Weiß ja nicht. Haben wir noch von den Rohstoffen? Haben wir noch ein bisschen Kohle? Nee, ist alles im Ofen. Alles am Brennen, alles am Werkeln. Gut. Glas und Sand, Sand, Sand. Sand kommt natürlich mit. Redstone, Nether-Gedöns. Rüstung, Bücher, Papier, Bücher kommen da rein. Sonstiges Zeugs. Und Samen, Zuckerrohr, kommt das hier alles rein. Wolle weiß ich tatsächlich nicht. Aber eigentlich theoretisch können wir das alles wieder rausnehmen. Das brauchen wir alles noch. Lol. Wie ist denn das passiert? Okay. Ah. Essen haben wir natürlich auch jede Menge. Ich gehe mal ins zu den Gehegen hoch und prüfe mal kurz, wie viele Samen ich da noch reinkriege. Nee, das Teil. So, müssten eigentlich. Ja, die Reihe ist voll, ne, würde man sagen. Nehmen wir die Reihe jetzt auch einfach mal für die Samen. Wir genug Brötchen oder Brötchen, sage ich, Brote haben, dann können wir uns ja dieses kleinere Feld dann aufteilen. Oder nicht? Gut. Lassen wir das hier auch wieder an. Abreißen. Ich will natürlich auch wieder so ein bisschen mehr haben. So, und dann haben wir alles hier besetzt. Alles besetzt, alles besetzt. Das muss jetzt alles wachsen. Die Kürbisse hier kommen weg. Die sind richtig gewachsen. Super. Vorbildliche Kürbisse. Ich kann es nur sagen. Die Melonen. Da ist bisher noch nichts passiert. Vielleicht war der hier im Weg. Jeha! Mann! Und wir brauchen ein Ei. Wir brauchen ein Huhn. Oh Mann! Warum kam da kein Huhn raus? Das ist immer ärgerlich. Kann doch mindestens ein Huhn rauskommen. So, ich mach das einfach mal hier auch nochmal. Damit wir alles wieder auf Gleichstand haben. Damit wir hier so ein. Damit wir ein gepflegtes Gefällt haben. Hier, was nicht alles durcheinander wächst, was alles gleich wächst. So. Okay. Dann wächst das mal schön hier. Der Rest kommt hier rein. Brote brauche ich noch. Kartoffeln kommt da rein. Alles. So, drei Fackeln bleiben übrig. Und zwei Kürbisse, die können wir uns vom Eingang stellen, einfach so. Klack, klack. So. Gefärbten Ton. Können wir einfach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Können wir hier als Lampe nehmen.
So. Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich Ton brauchen würde. Na? So. Wir können tatsächlich nochmal runtergehen. Und ein bisschen, na, eigentlich müssten wir Bäume fällen. Ich nehme eine Eisenaxt mit. Und sonst die Holzhexte. Und dann feilen wir immer mal da rum, ne? Mal sehen, wie viele Äxte wir Schrott kriegen. Weil die ganzen Holzhexe müssen wir jetzt auch wieder loswerden, ne? Ich würde sagen, ich mache das jetzt in diese Richtung hier frei. Ah, warte mal. Diesen Baum hier lasse ich stehen und den hier fäll ich weg. Damit wenigstens ein paar Bäume oder zwei Bäume da rundherum stehen bleiben, ne? Gut, die erste Achse ist weg. Das war einfach. Dauert natürlich auch ein bisschen länger jetzt, wenn wir mit der Holzaxt arbeiten. Geht aber schneller weg hier. Die Holzaxt meine ich. Also nicht das Holz an sich selbst. Das ist ja noch nicht so weit. Klack, 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 klack. Dauert ein bisschen. Hat halt seine Zeit hier. So. Und schon ist die Axt im mittleren Bereich angelangt. Ah, gleich ist sie kaputt. So, dem lasse ich ja wie gesagt stehen. Der hier kommt weg. Da grabe ich mich hier erstmal rein. Ich glaube, diesen Baum wird sie noch überleben, aber den nächsten Baum wird die Axt, da wird sie tot sein. Das wird schnell gehen. Das geht auch schnell. Ich sehe jetzt schon, ja, die nimmt richtig ab, die Axt. Die ist gleich Schrott. Also mit einer Holzaxt auf Holz zu klopfen, das muss auch jemand erstmal schaffen in der richtigen Welt, ne? Also in Minecraft ist das ja kein Problem oder so. Aber hier in der richtigen Welt, da wäre es ein Problem. Versuch mal mit Holz irgendwie Holz kaputt zu machen. Natürlich, wenn es spitz genug ist, geht das, aber nur für gewisse Zeit. Dann ist es nicht mehr spitz. Da ist Metall oder Eisen natürlich viel robuster und viel stärker, ne? Ja. So. Macht gleich Klack. Oh, den Baum wird sie doch nicht überleben. Klack. Und nächste. Fehlt noch dann diese Axt kaputt machen und noch die andere und dann haben wir es. Komme ich da an? Da komme ich an. So, das dauert ein bisschen länger. Klack. Oh. Mann. Ey. Na gut. Man landet auch mal am See. Wenn man nicht hinguckt, wo man hinläuft. So, das Holz ist eigentlich nicht so wichtig. Ich möchte hier nur die freie Fläche haben. Deshalb hole ich das Holz auch nicht aus dem Teich. Jetzt. Ich nehme die Birke hier nochmal mit. Die Eichen auch. Damit wir hier so ein bisschen frei haben. Wir können ja im Nachhinein nochmal Bäume pflanzen hier. Aber wir brauchen erstmal eine freie Baufläche. Und das ist hier ein bisschen schwierig hinzubekommen, ne? Man muss ja hier erstmal Platz schaffen, bevor man irgendwie was anfängt, ne? Ja. Mit Platz schaffen geht's dann los erstmal. Ruhige Musik. Muss mal den Kopfhörer anders aufsetzen. Einen Moment, bitte. So. Ah, der tut hinterm Ohr rechts weh. So. Hier.
So, schon weg, der Baum. Der Tisch gedeckt, der Wein doch schon kalt, aber du bist noch nicht da. So. Na, ja, muss das ja auch nochmal alles weg. Damit sie heller wird am Tag, nicht dunkel bleibt. Dafür sorgt Greenpeace. Wie in den letzten Folgen davor. Wie in den letzten Folgen, meine ich. So, diese Axt und dann geht schnell voran. Diese Axt und dann geht schnell. Dann machen wir diese Axt ja auch nochmal Schrott. So. Dann haben wir es gleich. Diese Musik, ne? Diese Playlist, ne? Ich weiß auch nicht. Ich benutze die Musik jetzt zwar, aber weil ich die irgendwie auf YouTube gefunden habe, aber ganz ehrlich, mögen tue ich sie auch nicht, ne? Na gut, sie soll ein bisschen zum Spiel passen, da braucht man jetzt keine Elektro-Dubstep-Mix, ne? Ich würde auch gerne ein paar Sommerhits hier reinspielen lassen, aber GEMA, hallo GEMA, Gämchen, Pupenchen, der alte Freund, alter Freund, die GEMA, ne? Ist natürlich auch wieder da, dann steht die GEMA vor der Tür. So, nächster Baum. So, an diesem Baum wird diese Axt jetzt scheitern und zerstört oder kaputt gehen. Diese Axt wird es keine 2 Sekunden mehr halten. Diese Axt ist im roten Bereich, diese Axt ist gleich kaputt. Gleich bedeutet jetzt. Jetzt bedeutet gleich. Gleich bedeutet jetzt und jetzt beglücken. Gut, ich höre schon auf. Oh oh. Und Axtschrott. Und jetzt geht's schnell. Jetzt kommt der Baumfäller. Der Baumfäller, der richtige, der Handwerker. Der rennt jetzt hier durch den Wald und klappert die Bäume hier alle ab. Reißt alles in Sekundenschnelle weg. Mit einer neuen Eisenaxt. Natürlich von Horn. Vom Baumarkt nebenan. Ich möchte natürlich hier keine Product Placement betreiben oder sowas. Ich möchte ja hier immer noch ein anständiges LP führen. Blitzschnell verschwinden die Bäume hier. Aus einem Kreis von 8 Millionen Blöcken. So. Oh, mein Flatscreen LG-Bildschirm zeigt eben an, in 5 Minuten wird der Bildschirm automatisch ausgestellt. So lang spiele ich schon. Ja. Ist schon was. Oh, das sind ein paar Stunden ungefähr. Also, wenn er sich automatisch abschaltet, dann soll er es doch machen. Mir reicht dieser kleine hier. Erstmal. So. Ja. Der Baum. Diese Kopfhörer sitzen nach irgendeiner Zeit nicht mehr richtig. Tun sie weh. Kann ich euch sagen.